Oberösterreich kocht wird präsentiert von Eilmannsberger und Maximarkt. Herzlich willkommen zu Oberösterreich kocht. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute kocht für Sie ein junger Koch und Jäger, Rupert Pferzinger. Christi Rupert, servus. Ja, grüß dich, Sina. Du hast so einen spannenden Werdegang. Pack ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was ist deine Geschichte? Ich habe ganz klassisch die Kochlehre gemacht, Koch und Kellner. Und dann hat es mir gleich in die weite Welt gezogen. Ich war viel in Österreich unterwegs. Neujahr in Vorarlberg, war 6 Jahre Küchenchef im 5-Sterne Superior Hotel. Und war in Portugal, war in Paris bei der EM kochen und hat mir wirklich irgendwas angeschaut. Das klingt fantastisch. Ja. Und dann? Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich interessiert mich das Wildbret, was dahinter steckt. Und durch das bin ich dann eigentlich auch Jäger geworden und die Jagdprüfung gemacht. Verrat uns bitte, was du heute kochst für uns. Genau, also wir machen einen Schlegelteil vom Reh, in dem Fall haben wir ein Frikandeau. Das tun wir indirekt garen. Wir schieben es zuerst in den Ofen, bis die Kerntemperatur hat, was wir brauchen. Und dann tun wir es noch mal kurz rosten lassen. Beim Reh ist wichtig, nicht zu lang rosten lassen, weil sonst kann es so weich und lebrig werden. Und dazu machen wir eine Maroni, Kürbiskisch und ein Rotwein-Zwetschgen-Zwiebelkonfit. Boah, hey, genau. Das klingt fantastisch. Du zeigst uns jetzt, wie wir es zubereiten, dass wir bei unseren Gästen auch angeben können. Genau. Darf ich da die schneiden? Ja, gern. Wie hättest du gern? Ganz wurscht wie? Genau, oder die schneiden wir uns einfach im Würfel. Okay. Eben beim Reh, da ist meistens so eine Silberhaut drauf oder wie da beim Frikandeau ein bisschen eine festene. Frikandeau ist ein Teil aus dem Schlögel. Genau, ein Teil aus dem Schlögel. Ja. Und wir machen es halt eben aus ein Ganzes und raschieren uns dann quasi wie beim Roast Beef schöne rosa-rote Schnitten aus. Und wir tun das jetzt nur salzen und pfeffern, wirklich kräftig würzen. Und beim Fleisch kann man immer sagen, 20 Gramm auf ein Kilo, das verträgt schon. Und das war es eigentlich schon. Wir haben jetzt das Fleisch gesalzen, pfeffert, ein bisschen Butter und einen Thymian dazu. Und so schieben wir das jetzt schon bei 90 Grad in den Ofen, bis 56 Grad Kerntemperatur hat. Warum Kerntemperatur? Aus dem einfachen Grund, da weiß ich genau, das passt. Weil mit Greifen, ich kann nicht sagen, wie lange liegt das Stück. Ich kann schon sagen, der Jäger hat nur 7 Tage Zeit, dass er das frische Rehwild vermarktet. Ja. Also länger lässt ihm der Gesetzgeber das gar nicht zu. So, du hast es jetzt reingegeben bei 90 Grad Heißluft. Genau. Das heißt, Kerntemperatur messe ich dann mit dem Kerntemperatur. Genau, mit dem Kerntemperaturfühler sticht dann einfach da rein und weiß, wenn es die Temperatur hat, tue ich es aus. Die gibt ein frisches Brett. Ja, danke. Ich schneide gleich meinen Kürbis von Hand. Passt. Ja, dann bin ich die Heulende. Ja, passt. Ich habe es einfach. Aber wenn man so gut ausschaut, dann verdreht man auch eine Träne zwischendurch. Ja, aber das hast du jetzt gut ausgerettet. Aber die magst du eh nur ganz grob, gell? Die schneiden wir genauso grob zusammen. Rupert, und sag mal, das Jagern. Ja. Das ist ein hochspannendes Thema. Genau. Weil ihr seid also ein bisschen die Beschützer des Waldes und der Tierwelt dort. Genau. Warum ist das so? Weil wir ja quasi das Jagdgesetz verpflichtet, für einen gesunden und artenreichen Wildstand zu sorgen. Ja. Das heißt, der Jäger im Wald, der weiß wirklich, was für Wild ist da und wo lebt es und wie lebt es. Und natürlich wird es immer schwieriger, weil einfach die Naturnutzer umso mehr werden heutzutage. Durch Radlfahrer, Mountainbiker, auch im Winter Schneeschuhwanderer oder die Skitourengeher. Und da ist halt wirklich auch der Jäger wirklich da und schaut, okay, kriegt man Wild ausreichend Nahrung im Winter, muss man zufüttern. Aber das heißt, dieser Vorbehalt gegenüber Jäger, ich weiß nicht, ob der nur akzeptiert, weil ich bin da jetzt nicht in eurer Welt ganz drinnen, aber wie entkräftet man den? Naja, im Endeffekt, der Jäger weiß wirklich, was draußen im Wald los ist. Wir sind Spezialisten, wir sind wirklich langjährig ausgebildet, wir müssen uns auch immer weiterbilden. Der kennt sein Wild, seinen Lebensraum und der kann halt auch am besten eingreifen, wenn irgendwo eine Störung auftritt. Was mich interessiert, wenn man das Wild schießt, sagt man, man schießt es. Nein, man erlegt es. Man erlegt es, haben wir schon wieder was gelernt. Und dann, wie schnell muss das gehen mit der Verarbeitung? Meistens verkauft der Jäger in der Decke, das heißt im Haarkleid. Und viel direkt vermarktet gibt es aber auch schon, wo man, so wie wir heute, einfach auch die Fleischteile schon kaufen kann. Das kostet dann ein bisschen mehr, aber es zahlt sich ja wirklich aus. Genau. Ich freue mich richtig. Und kann man Wild gut einfrieren? Wild kann man sehr gut einfrieren, durch das, dass es ja einen ganz niedrigen Fettgehalt hat, kann es nicht ranzig werden. Und wenn man es wirklich ordentlich vakuumiert, hält Wild im Tiefkühler bis zu 2 Jahre, wie Rindfleisch. Tatsache? Ja, Tatsache. Okay, spannend.
Was hast du gelernt in der internationalen Gastronomie? Was waren für dich so die Momente, wo du sagst, okay, jetzt habe ich echt was fürs Leben gelernt? Viel hilft viel. Ja. Und Alkohol macht alles besser. Alkohol im Essen oder im Alkohol im Essen natürlich. Okay. Genau. Schauen Sie mal, wir haben da einen Teig. Und die Mühe haben wir uns tatsächlicherweise nicht gemacht, dass wir den Teig selber machen, sondern den haben wir beim Maximarkt gekauft. Und wenn Sie das nachmachen wollen, dann gibt es für Sie einen Gutschein zu gewinnen im Wert von 50 Euro. Schicken Sie uns eine Postkarte oder schreiben Sie uns eine Mail, warum Sie gerne diesen Gutschein gerne hätten. Und dann flattert der vielleicht schon zu Ihnen nach Hause. Und jetzt kannst du es einflattern. Du hast da genau, ein bisschen angestupft. Genau, ich habe es angestupft, eben, dass uns auch der Teig unten gut gar wird. Und das Praktische ist natürlich, das verteilt sich jetzt eh unten das Grobere durchschwenken und obendrauf können wir dann schön unsere Zwiebeln und Maroni verteilen. Und wir backen das jetzt einmal 10 Minuten vor bei 180 Grad. Mhm. Eben aus dem Grund, dass der Teig schon gar ist, bevor wir dann eigentlich den Überguss drauf laden und uns das nicht gatschig wird. Der Überguss ist ein Royal. Ein Royal, genau. Dann haben wir jetzt einen Sauerrahm. Ich glaube, das ist ein ganzer Becher, oder? Ist ein ganzer Becher, da haben wir dann drei Eier dazu. Mhm. Ein bisschen Salz und Pfeffern und dann geht's schon los. Darf ich dir das schon vorbereiten? Ja, unbedingt. Die Eier gibst du im Ganzen rein, gell? Eier im Ganzen, genau. Mhm. Und ich tue jetzt da einfach den Zucker karamellisieren, die 60 Gramm. Wir tun jetzt da den Zwiebel gleich drin karamellisieren. Das haben wir da. Die Quetschen kommen dann später dazu, eigentlich relativ zum Schluss von der Garzeit. Ja. Einmal um den Grund, dass wir sie verkochen. Wir wollen ein bisschen Biss noch drin haben. Mhm. Der Zwiebel wird von Haus aus schon weich. Wenn man da jetzt ein wenig reinschaut, man hat den Karamell, der löst sich jetzt dann durch die Säfte auf, auch durch den Rotwein. Und durch das Einkochen kriegt man dann, die sagen immer, zum Fleisch, da brauche ich irgendeine Soße. Stimmt, aber ein Schüler setzen haben, erstens dauert es ewig und es wird, wenn man keine Outdoor-Küche hat. Und wenn ich sowas als Alternative mache, das ist in 20 Minuten erledigt und ich habe immer perfekte, soßige Beilage. Das spricht sehr für dich, dass das ganz easy ist in Wahrheit. Und ich sage auch immer, Wildkochen ist halb so wild, weil man kann alles aus dem Reh machen, außer einen Schweinsbraten. Also wirklich. So, das tun wir jetzt ein bisschen einreduzieren. Genau, das kochen wir jetzt kräftig ein. Wundervoll. Dann geben wir uns jetzt ein bisschen eine Pause für Sie zu Hause auch. Vielleicht machen Sie sich schon ein Glas Wein auf oder ein Bier. Wir servieren dann gleich köstliches Wild für Sie in Kürze. Sehr gut. Maxi-Fleisch, das heißt Top-Qualität für alle Fleischtiger. Wenn es ums Fleisch geht, ist nur beste Qualität aus Österreich gut genug. So kommen Fleischliebhaber garantiert auf ihre Kosten. Bestes Fleisch aus Österreich heißt Maxi-Fleisch. Exklusiv in ihrem Maxi-Markt. Maxi-Markt ist echt stark. Elegant, exakt, einzigartig. So planen die Küchenspezialisten von Eilmannsberger ihre Küche. Modern, klassisch, im Landhausstil oder eine Designküche. Überzeugen Sie sich im 600 Quadratmeter großen Schauraum in Rohrbach. Eilmannsberger. Am Ende schreibt man Küche mit E. Sind zum Kochen da. Ewe Nanu. Die supermatte Küchenoberfläche mit Abperleffekt für unglaublich leichtes Reinigen. Die Schönheit der Alpen für die Küche neu entdeckt und veredelt zur Natursteinarbeitsplatte. Das neue Alpenwelt-Sortiment exklusiv bei Strasser. Oberösterreich kocht wird präsentiert von Eilmannsberger und Maximarkt. Da sind wir auch schon wieder bei Oberösterreich kocht. Heute kocht Rupert Pferzinger. Es gibt Wild. Wie stehen wir da? Wir schauen gut aus. Ja. Und unser Essen auch. Wir dann jetzt noch kurz die Quiche gratinieren. Okay. Ein bisschen an Parmesan. Quiche, Sie erinnern sich, wir haben die gemacht mit Zwiebel, Kürbis ist dabei, Maroni haben wir reingehackt. Dann ist ein Royal drüber gegangen. Es ist Sauerrahm mit drei Eiern, ein bisschen Salz. Und jetzt obendrauf noch ein bisschen Parmesan.
Fleisch ist auch noch, echt schon draußen oder schon rausgenommen. Genau. Da haben wir unseren tollen Zwiebelsud eingekocht. Soll ich da schon die Zwetschgen dazu geben? Genau, da haben wir jetzt die Zwetschgen dazu, kochen wir nochmal auf und dann binden wir es uns gleich ab. Wir alles? Genau, ganz ruhig alles dazu. Wir montieren mit ein bisschen Butter dazu dann noch. Rupert, jo. Du bittest was an, was ich genial finde als Koch. Man kann den Rupert buchen. Genau. Zum Kochen. Und das Beste ist, du kommst zu den Leuten heim. Ich fahre zu den Leuten heim und ich koche, je nachdem, was brauchen, auch daheim, weil es viele Leute gibt, die machen einen Kochkurs. Yeah. Und kochen ist daheim nicht mehr nach. Und ich sage, yeah, dann kochen wir es halt bei dir daheim. Yeah. Weil dann kannst du nicht sagen, no, das geht bei mir nicht. Ja, das ist genial. Aber was, dann kommst du einen Abend lang und dann machst du genau, drei Gänge? Genau, am Nachmittag, das ist immer, was man sich ein wenig ausmacht. Yeah. Und ein kleines Stück Butter dazu. Und würzen müssen wir es auch noch. Ein bisschen Salz und Pfeffer eben. Und genau, ich koche damit die Leute vorwiegend wild, ja, aber auch alles andere. Schau her, ich habe da ein bisschen Thymian, falls du das mit. Genau, da haben wir da gleich mitbraten. Das kommt zur Seite, verstehe. Genau, das haben wir zur Seite. Moment der Wahrheit, Fleisch, wir sind genau soweit. Tada. Man darf sich da jetzt nicht schrecken, da ist natürlich ein Fleischsaft drinnen. Logisch, wir haben ja gegart, das schmeißen wir da gleich rein. Und wir tun jetzt nichts anderes, als wie, dass wir jedes Fleisch anbraten. Saft kommt dazu? Saft. Können wir bei den Zwetschgen Zwiebel reinladen? Ah, darf ich? Ja, gern. Und da ist dann wichtig, dass man schon noch mal kurz eine Minute liegen lässt nach dem Braten. Jetzt sieht man, es kriegt wieder Struktur. Vorher war es lapprig, jetzt ist das, was wir wollen, wie bei einem Steakbiss. Ich bin sehr gespannt. Also gut, dass du da drüber traut hast, aber wer war nicht du? So. Dass wir uns das anschauen. Unser Tisch ist auch fertig. Hey, ich habe ein Bier. Ja. Baumfrau, oder? Perfekt. Was sagst du? So. Können wir uns schon langsam einen Schluck leisten, hätte ich gesagt. So. Ich habe uns ein Honigbier vorbereitet. Kannst du mit dem leben? Unbedingt. Ich glaube, dass das hervorragend dazu passt. Aus der Bierregion Innviertel. Und es hat eine leichte Süße und ich glaube, dass das gut dazu passen wird. Sehr gut. So. Darf ich? Okay. Ja. Wunderbar, da sieht man, dass er gut gegart ist, wenn es nicht verlaunt rinnt. Und Sie haben gesehen, dass wir relativ schnell waren mit allem. Die Quiche, wie gesagt, das war ein Fertigteig. Ganz unkompliziert haben wir da gearbeitet. Und Fleisch, aha, tust du abtropfen dann nur mal auf einem genau Serviette. Und so können wir dann zum Anrichten gehen. Ich freue mich, schau her. Sehr gut. Ich schenke dir da so schön ich kann ein. Das schaut gar nicht so blöd aus. Du kriegst das super eingeschenkt, eh? Und ich tue mir da noch ein bisschen anschauen dazu. Sehr gut. Schau, wie schön von der Farbe her, ist doch super. Ja, perfekt. Genauso wie es sein soll. Komm, stoß mal an mit mir. Jawohl. Prost, auf die. Der Jäger trinkt immer mit links. Okay, entschuldige. Darf ich als Nicht-Jäger? Ah, natürlich. Darf man. So, bleibt man es her. Hervorragend. So. Genau, wir schneiden uns da jetzt einfach ein schönes Stückchen von der Quiche raus. Wie man sieht, es ist ein bisschen mehr geworden, was aber auch nicht schlecht ist, weil die kann man super einfrieren und dann wieder aufwärmen. Quiche lässt sich immer super einfrieren. Jetzt schneiden wir unser Fleisch auf. Wie gesagt, man sieht ja dann auch beim Fleisch, wie die Fasern laufen. Die sieht man da ganz gut, die wandern beim Frickern da so rum. Das heißt, wenn man schräg schneidet, ist man gut dabei. Und wie man sieht, durch das indirekte Garn kein grauen Rand. Und so sollte Fleisch ausschauen. Perfekt. Okay. Auch das Zweite, nicht, dass man glaubt, nicht, dass man, glaubt, man faked bei uns. Was? Also wirklich tipptopp. Also Sie erinnern sich, wir haben das reingeben quasi ins Rohr. Also es war schon drinnen genau im Rohr. Dann haben wir auf Kerntemperatur 56 rausgenommen, rasten lassen. Dann in die Pfanne, links, rechts, arrosieren genau mit Butter, ein bisschen Knoblauch dazu. Und so wie man da jetzt sieht, das hat man da so ein richtig feines Rotweinsaft mit einem schönen Glanz. Das kommt ein bisschen von Mäzen an der Butter. Mhm. Und so richten wir das jetzt an. Und es sind alles Zutaten, die man zu Hause hat, bis auf das gute Fleisch, das holen Sie sich dann von Ihrem Jäger Ihres Vertrauens. Genau. So, da bitte, Spatel, die Quiche gelungen. Genau. Dann, wir könnten uns noch ein paar Blätterl dazu. So was? Ja, genau. Ein bisschen rot und grün, ein wenig gemischt, dass es gut ausschaut. Das Auge isst mit. Genau. Und so kann man sagen, haben wir ein herrliches Gericht mit heimischem Wildbret, regionalen Zutaten, simpel und einfach halb so wild. Ja.
Heute zu Ihnen nach Hause, alles Liebe und wir freuen uns, falls Sie die Gerichte noch kochen, schicken Sie uns auf den sozialen Medien vielleicht ein Foto davon. Mahlzeit, danke. Mahlzeit. Das letzte Wort hast du. Ja, ich wünsche gutes Gelingen und ein kräftiges Wertmannsheil. Bitte, Ladies du, first. Du zuerst. Nein, lass mir Anstand nicht zu. Der Anstand? Ja, Damen haben immer Vorrang. Ja, Halleluja. Bin ja wohl erzogen worden. Bist du deppert, ist das gut. So Fleisch, lass mal da. Sensationell. Ui. Sehr gut.